Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video trennen sich die Wege für Alice und mich. Für mich geht's von Bilbao mit dem Zug zurück nach Madrid. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Video. So, wir sind angekommen in Bilbao. Wir haben heute nochmal einen netten Stadtbesuch gemacht in, wie hieß denn das Nest? Wie das Nest hieß? Das hieß irgendwas mit Castillo. Castro Uridales. Ja, das war schön. Genau, da waren so richtig schöne Burgen. Ja, und jetzt stehen wir hier auf der Anhöhe in Bilbao. Ey, Hunde drehen nämlich schon wieder komplett frei. Meine Herren. Und ja, hier haben wir eine richtig schöne Sicht auf Bilbao. Und hier ist Wiese. Also ist wirklich schön. Ich schätze mal 10 Minuten Fahrt nach Bilbao in die Stadt. Wir sind hier aus einem Grund, denn morgen früh um 7 geht mein Zug nach Madrid. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, den Iveco zu kaufen. Und ja, da kann jetzt jeder von halten, was er will. Ich habe da lange drüber nachgesinnt und ich habe einfach Bock auf die Karre. Und warum nicht? Ich brauchte sowieso ein neues Projekt für den Sommer. Ob ich den wirklich mit GFK-Kabine und so ausstatte, das steht noch in den Sternen. Hauptsache das Auto steht erstmal in Deutschland, weil der Preis einfach cool ist. Und was ich dann draus mache, das wird sich zeigen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben dann, wenn ich das Auto zeige, was ihr draus machen würdet. Also da bin ich echt offen für Ideen auf jeden Fall. Aber dazu seht ihr morgen auf jeden Fall mehr, wenn ich dann in Madrid bin und das Auto endlich ja dann in meinen Besitz übergeht und ich damit dann ja schnellstmöglich wieder hier nach Bilbao fahre tatsächlich, beziehungsweise Bilbao kreuze und dann geht es ratzfatz nach Deutschland, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. 5 Tage haben wir oder 4 Tage, um nach Deutschland zu kommen, weil da steht schon der nächste Termin dann an. Und das heißt, wir müssen durchfahren. Das wird viel fahren, gerade für Alice auch mit dem Sprinter, aber das kriegt man schon hin. Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Train Station, allerdings finde ich ihn noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wir hatten gerade noch leichte Probleme mit der Navigation hierhin und so richtig hat Alice auch Probleme mit ihrem Handy. Irgendwie hatte die SIM-Kartennummer nicht mehr genommen, dann hatte sie kein Navi mehr. Völliges Chaos. Naja, jetzt muss ich hier irgendwie zur Train Station finden. So Leute, ich sitze jetzt in der Karre. Das hat alles gedauert, vor allem die Überweisung, die hat gedauert ins Ausland. Wie gesagt, nicht so einfach, muss ich nochmal die Limite schnell erhöhen und so ein Kram. Tja, jetzt sitze ich in dem Auto, war noch kurz bei Aldi, hab was eingekauft, muss jetzt nochmal die Karre voll tanken und dann muss ich mich geschwind zu Alice machen. Ankunftszeit laut Google Maps 21 Uhr. Ich bin jetzt schon durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die letzten beiden Tage nicht cool gepennt.
blinkt hier schon die Motorkontrolllampe. Warum auch immer. Naja, dann fahren wir mal. Guten Morgen aus Frankreich. Ich bin gestern Abend noch richtig weit gedüst. Was heißt richtig weit? Insgesamt gestern 6 Stunden oder so gefahren. Ey, ehrlich gesagt war ich schon fix und fertig, als ich losgefahren bin. Aber irgendwie hat die Lautstärke im Auto mich dazu gebracht, durchzuhalten. Und dann bin ich gut in Frankreich angekommen, an dem Platz, wo Alice auf mich gewartet hat. Jetzt habe ich endlich mal wieder gut gepennt. Und jetzt geht's fix los. Alice übernimmt den Sprinter. Und ich fahre mit dem Iveco natürlich und wir fahren keine Maut, denn gestern das kurze Stück in Frankreich, das hat uns dann doch beide dazu umstimmen lassen, zu sagen, nee, Maut auf keinen Fall, das geht ja gar nicht. Richtig teuer. Übel teuer, ey, jede 10 Kilometer kommt eine Mautstation und dann kostet es einen Haufen Kohle. Und außerdem macht es eh keinen Spaß mit der Karre, mit dem Iveco über der Autobahn zu heizen. Also fahren wir jetzt über Limoges, glaube ich, Bordeaux, Limoges, zum ersten Treffpunkt, 3 Stunden, also eher 4. Und dann gibt es Mittag und dann geht's weiter. So, wir machen eine kleine Pause in Frankreich. Mhm. In so einem schönen, wie nennt man denn das? Ein Parcourswald. Und hier ist perfekt zum Pause machen, perfekt zum Gassi gehen. Wir sind jetzt 3 Stunden gefahren, ein bisschen länger war das, ne? Und ich bin gut hinterhergekommen, wa? Jo, das musste einmal kurz anhalten, weil die Hunde raus mussten. Und den habe ich dann erst fast gar nicht mehr eingekriegt. Ja. Und dann warst du irgendwann noch eine Minute später. Ja, ich bin hinter den LKWs so ein bisschen hergefahren. Das ist immer so ein Rennen mit den LKWs. Heizer. Aber wie gesagt, ey, also so komfortabel ist es jetzt nicht. Da muss dringend was gegen den Lärm getan werden. Wer sich damit gut auskennt, wie man vor allem solche Motorgeräusche abkapseln kann, ob das überhaupt geht in einem gewissen Maß, da bin ich mal echt gespannt. Wir stehen jetzt hier gerade an einer Raststätte. Alice ist nämlich ein komisches Geräusch aufgefallen während der Fahrt. Das ist uns letztens schon aufgefallen, nur jetzt war es permanent, ein Quietschen. Jetzt bin ich hier mal gerade rumgegangen und tatsächlich ist die Bremse hinten rechts scheinbar fest. Ist auf jeden Fall heiß.
Es wirft uns jetzt in unserer Reisegeschwindigkeit zurück, aber haben ja schon ein bisschen was geschafft. Heißt, Karre jetzt hochbocken, hinten rechts Rad ab und dann mal gucken, ob ich die Bremse halt irgendwie gängig machen kann. So, und ein kleiner Tipp an alle Leute, die mal ihr Auto hochbocken wollen, nehmt euch genug Unterlegklötze mit, denn ich habe jetzt hier gerade noch was aus dem Iveco rausgeholt, das liegt da rum, aber es reicht auf jeden Fall nicht, um diesen hohen Karren aufzubocken. Und jetzt muss ich mir irgendwie was suchen, Gedanken machen, wie ich das Ding hochkriege. Ich habe übrigens was gefunden zum Unterbauen. Hier oben auf dem Rasthof lag zum Glück ein fettes Stück Beton. Nee, der Beton hier. Und das hat mir genau geholfen, um jetzt die Karre hier aufzubocken. Ja, so sieht es aus, wenn man einen Mechaniker dabei hat. Bei dem ist auf jeden Fall noch alles klar. Die Kante von der Bremsscheibe ist relativ krass. Wahrscheinlich müsste die Bremsscheibe mal ersetzt werden. Und dadurch macht das so ein Geräusch. Und irgendwie hat es hier auch die Bremsscheiben ein bisschen festgesetzt. Die gehen zwar noch, die haben ja auch eine Anzeige, aber nichtsdestotrotz saßen die recht fest. Und dadurch ist es zu einer Hitzeentwicklung gekommen und zu dem Quietschen. So, dann hat es wieder dran. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auch wieder geht. Wir haben das jetzt noch nicht probiert. Ich würde sagen, Alice fährt jetzt einfach noch ein Stück. Kannst mir dann ja schreiben, ob es hinholt. Und ja, dann fahren wir noch ein Stückchen. Sind wir doch noch mal weitergekommen. Das Ganze hat jetzt ungefähr gedauert, ich schätze mal 30 Minuten. So, hello. Wir haben heute Nacht unter so einer schönen Brücke geschlafen. Und das war auch ganz angenehm. Also wir haben beide gut geschlafen. Und jetzt haben wir gerade Sport gemacht, weil wenn man so lange Auto fährt, da muss man ja auch mal noch ein bisschen sich wenigstens fit halten und nicht nur rumsitzen. Da sitzt ja schon den großen Teil. Naja, und auf jeden Fall geht es jetzt weiter und zwar nach Dole in Frankreich. Das sind 2,5 Stunden und von dort aus fahren wir dann wieder Autobahn Richtung Mont-Blancon. Und da sind wir dann tatsächlich auch schon relativ kurz vor Deutschland. Also heute nochmal 4 Stunden. So ist der Plan, vielleicht auch 5 Stunden. Und dann sind wir schon nah an der deutschen Grenze. So, wir sind gerade am Wohnmobilstellplatz angekommen. Hier steht alles voll, oder? Was sagt man denn dazu? Oh, ja. Und wir sind in Belfort. Ich bin fast nicht durch die Maut gekommen. Ja, was ist denn da passiert eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich bin zum grünen Pfeil gefahren und meine Visa-Karte wurde ja letztens gefressen von einem Automaten. Heißt, ich habe jetzt Gott sei Dank noch Bargeld, aber letztens hatte ich an der Maut, nein, ist auch egal. Aber irgendwie konnte ich da kein Bargeld reinschmeißen. Ja, ich bin an die falsche Stelle gefahren. Wahrscheinlich da. Ja, also ich glaube, das muss jeder mal durchgemacht haben. Ich stand auch schon mal an der Mautstelle und musste dann rückwärts raus, weil ich es nicht gecheckt habe. Egal, und jetzt. Aber irgendwie ging die Schranke dann doch hoch. Die Schranke, da hat eine Französin mit mir die ganze Zeit gesprochen. Am Automaten. Ja, aber ich habe kein Wort verstanden und sie ebenfalls nicht. Und ich habe 1000 Mal meine Karte versucht dran zu halten und keine Ahnung, nichts passiert. Und irgendwann ging die Schranke dann hoch. Ich bin mal gespannt, ob Geld abgezogen wurde. Wen es interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, oder schreibt es auch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal irgendwelche Stories an einer Mautstelle gehabt habt. Weil das ist echt manchmal ein bisschen blöde. Man fühlt sich hilflos. Ja, ohne Visa-Card sowieso. Naja, jetzt sind wir wie gesagt in Belfort. Wir wollten eigentlich nach Mühlhausen, haben das nicht geschafft heute, weil wir jetzt noch Wasser tanken wollten unbedingt, weil wir noch duschen wollen. Naja, ich sag mal so, ich glaube Mühlhausen ist 1/2 Stunde von hier. Ohne ich weiter will, dann fahren wir das halt morgen. Und ja, jetzt müssen wir erstmal noch einen Parkplatz auf diesem riesigen
kostenlosen Wohnmobilstellplatz finden, weil ja, das wird hier gut angenommen. Guten Morgen. Hallo. Aus dem verregneten Belfort in Frankreich. Unsere Wege, die trennen sich jetzt. Und unsere Reise ist damit eigentlich auch abgeschlossen, muss man sagen, weil heute fahren wir nach Deutschland. Richtig. Alice fährt zu mir in die Heimat und ich mache noch einen kleinen Umweg. Und zwar über Ulm, da besuche ich jemanden. Wer das sein wird, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video und die ganze Reise hat euch gefallen. In Zukunft wird es vielleicht erstmal ruhiger, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommt richtig viel mit dem Projekt. Projekt-Stuff. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ja, wird man sehen. Die Reise ist zu Ende und ja, bis zum nächsten Video. Schreibt ordentlich was in die Kommentare. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und immer schön folgen. Bis bald. Tschüss.